Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's ins Wasser, denn wir zocken Downstream, VR, Whitewater, Kayaking. Und ja, Kayaking heißt ja Kajakfahren. Also wir fahren im Kajak den Fluss runter. Und ja, also von den Videos her sieht's echt nicht schlecht aus. Man fährt echt relativ schnell den Fluss runter. Und ich bin gespannt, wie das so ist von der Steuerung her. Ja, wie verträgt man das Ganze? Also da bin ich gespannt. Das Spiel erscheint am 28. August und ich durfte es vorab für euch testen, um euch das zu zeigen. Und ja, ich bin auch gespannt, wie euch das gefällt. Vielleicht ist das für einen oder anderen echt interessant. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf die Steam-Seite und schauen uns mal kurz ja, die Steam-Seite so an, wie immer. Und können mal ganz kurz hier in den Trailer reinschauen. Und da sehen wir, da geht es echt heftig schnell runter. Scheint jetzt auch, ja, Multiplayer wird es jetzt wahrscheinlich nicht haben, aber man kann wahrscheinlich gegen Geister von den Freunden fahren. Dann sieht man die immer, das kennt man ja von Autorennen so ganz gut. Also muss halt auf Zeit da runterfahren. Es gibt Upgrades. Man kann einmal im Time Trail kann man sich ja so einen Rüstungssatz vorne am Kajak machen. Und im Freestyle-Modus gibt es, wie ihr hier seht, auch so einen Fallschirm, sage ich mal, womit man dann auch wirklich schneller wird. Das gibt es aber, glaube ich, nur in den Freestyle-Modus. Ja, kommt am 28. raus. Preis habe ich jetzt nicht rausgefunden, wie teuer das Ganze wird. Also da bin ich auch gespannt. Ich habe eben nochmal geschaut, aber ich finde da jetzt nicht wirklich was. Und ja, ist für die gängigen Brillen, Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, funktionieren die. Und ja, WMR-Brillen stehen jetzt nicht drin. Weiß ich nicht, ob die funktionieren. Ja, spielt man natürlich besser am Sitzen, denn im Kajak sitzt man auch. Von daher, ich glaube, da kann man ganz schnell umkippen, wenn man das im Stehen spielt. Wäre vielleicht auch nett für euch, das zu sehen, wie ich hier im Stehen dann damit umkippe. Ja, hier steht, 12 Kurse gibt es da im Spiel und in drei Biome, halt verschiedene Landschaften, kann man da sehen. Also ich habe irgendwas mit im Winter gesehen, dann irgendwie auch nur irgendwie, ja, diese Felsenlandschaft, die man hier gesehen hat. Hier, das hier, dann so eine Art, ja, Wüste. Ich denke mal, das sind die drei Wüste. Berge und dann im Winter. Das werden die wahrscheinlich sein. Ja, das war es eigentlich erstmal vorab und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt im Gameplay und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Okay Leute, da sind wir bei Downstream und schauen uns mal kurz um. Ja, eine schöne Landschaft auf jeden Fall. Das sieht ganz nett aus. Gut, das Wasser sieht jetzt nicht wirklich fotorealistisch aus, aber okay für den Zweck. Hier haben wir unsere Maps. Ich bin eben mal Rocky Mountains gefahren und ich muss euch leider sagen, also mir wird leicht schlecht, also mein Motion Sickness Gefühl, was ich schon ewig nicht mehr hatte, kommt hier wieder. Ja, das habe ich aber auch bei irgendwelchen Autorennspielen und so weiter. Also da bin ich irgendwie anfällig. Besonders wenn ich sitze, also wenn ich stehe und irgendwas spiele, habe ich keine Probleme. Aber sobald ich spiele im Sitzen spiele, habe ich da echt Probleme. Bei diesen Cockpit-Games. Obwohl man ja sagt, ja, bei Cockpit-Games soll es nicht so sein. Aber hier ist es so, wenn man irgendwo mal gegen einen Felsen prallt oder so weiter und das Boot dann ganz schnell umschlägt. Also da wird mir leicht übel. Okay, aber ich möchte euch das Spiel trotzdem zeigen, weil es echt nicht schlecht gemacht ist. Und ich mag es irgendwie trotzdem. Und ja, vielleicht gewöhne ich mich auch daran. Habe ich bei Project Cars ja auch gehabt. Und nach einer gewissen Zeit ging es dann echt. Von daher würde ich sagen, Rocky Mountains checken wir jetzt mal. Rockpool. Machen wir Rockpool. Erste Level. Also man muss hier mit Level freischalten. Die ganzen Maps halt ja, freischalten. Und dann kann man die spielen. Also hochleveln. Freischalten. So. Okay. Rockpool. Ja, dann gibt es einen
so ein Highscore-Level, sage ich mal, oder Highscore-Board. Und ich würde sagen, wir zocken jetzt erstmal Time Trail. Easy, normal. Ja, machen wir mal normal. Okay, los geht's. So, da sind wir schon. Also klar, normal hat man ja so eine Stange, aber hier nicht. Und im Video haben die auch so gepaddelt, von daher mache ich das jetzt auch erstmal, weil es einfacher ist, als immer sich so zu bewegen, auch wenn es nicht wirklich realistisch ist. Oh, hier geht es einmal rum. Und das Boot reagiert nur, wenn man wirklich ein Paddel im Wasser hat. Ansonsten geht es nicht. Wird auf jeden Fall keine lange Aufnahme. Das merke ich jetzt schon. Aber Hauptsache, ich habe Material, um euch das Spiel so ein bisschen zu zeigen. Genau, ich habe jetzt was eingesammelt eben. Und mit dem Trigger kann man das dann freischalten. Und ja, das war diese Rüstung fürs Kajak. Und hier sehen wir die Rüstung, Lebensanzeige. Ich merke meinen Boxkampf von gestern. So, jetzt müssen wir so ein bisschen um die Ecke scheinbar. Oh, geht's runter? Ja. Geronimo! Oh, da kommt ein Felsen. Boah, das war knapp. Jetzt müssen wir einmal hier nochmal rein. Na komm. Man kann sich auch, wenn man an Felsen festhängt, kann man sich abstoßen, indem man die beiden zusammen macht. Habt ihr ja gerade gesehen, ne? Diese rosane Kreis oder Würfel oder Kugel. Kreiswürfel. Komm, komm, um die Ecke, um die Ecke. So, jetzt muss ich mich wirklich abstoßen. Boah. Da merkt man ganz gut die Strömung. Ich habe einen Linksdrall irgendwie. Komm um die Ecke. Komm. Ich habe überlebt. Ich bin Zehnter. Also Top 10 hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin zufrieden. So, schauen wir mal. Rockpool habe ich euch jetzt gezeigt. Jetzt könnten wir mal zurück, dass ich euch eine andere Map hier zeige. Arctic, Sub-Zero. Sollen wir hier mal Freestyle machen? Dann seht ihr diesen Modus auch mal. Ja, komm, machen wir mal. Weil da hat man dann diesen Schirm, wo man wirklich ein bisschen Gas geben kann. Dann habt ihr soweit alles mal gesehen. Ja, wir haben ja schon Kugeln gesehen, die wie Würfel aussehen. In meinem Kopf. So, da ist ein Add-on. Oder Upgrade. Da habt ihr den Schirm schon. Wow. Wow. Heftig. Okay, das. Geht das ab? Leute, das ist cool. Driften, driften.
Macht schon Spaß. Aber ab und zu, wenn es so runtergeht, dann ruckelt es ein bisschen. Ist aber auch noch eine frühe Version, von daher muss da auch noch ein bisschen optimiert werden. Jetzt haben wir wieder den Schirm. Go to Park! Go to Park! Wow, 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 den kriegen wir nicht mehr. Oh. Alter! Als hätte ich nie was anderes gemacht. Oh, hier um die Ecken zu kommen ist echt... Ah, jetzt haben wir hier... Okay, jetzt können wir uns so mit ziehen. Okay, wow, wow, wow. Ich muss mal irgendwie... Ich möchte mich drehen. Komm! Wir drehen uns jetzt mit dem Schirm hier. So, gut, aber nicht auf Zeit spielen. Wir machen einfach so ein bisschen Freestyle. Hier war mir jetzt klar, da war nicht. Obwohl 2,25. Aber das war für Time Trail und nicht für Freestyle. Okay. Boah, Leute, ich merke das echt jetzt schon. Also von hier Motion Sickness aus. Sandy Shores. So, ich mache nochmal kurz Reset Fuel. Das kann man über einen Thumbstick machen. Hier machen wir jetzt nochmal Time Trail und Start. Mal schauen, wie die Map jetzt aussieht. Ah, cool. Okay, hier haben wir jetzt keinen Schirm mehr. Wir finden ein bisschen mehr bessere Texturen rein für die Felsen. Aber sieht so comic-like aus. Hier müsste noch so ein Geier sitzen. So, da ist ein Upgrade. Boah. Das war gerade ein bisschen fies. Also ich bin nicht Kajak-kompatibel scheinbar. Na komm. Idee finde ich cool von dem Spiel. Ist auch gar nicht schlecht umgesetzt. Wir müssen um die Kurve. Wir müssen um die Kurve. Sieht bestimmt lustig aus auf dem Stuhl hier. Ja? Der Kajakstuhl. So ein Gaming-Sessel auf dem Kajak montiert. Row, row, row your boat. Gently down the stream. Oh, da ist wieder irgendein Felsen, habe ich ja gerade gesehen. Nee, doch nicht. Boah, das war fies. So um den Hügel. Und um die Kuppe rum. Und den müssen wir aber mitnehmen jetzt hier. Upgrade. Das sieht schon cool aus, wie das so auftaucht. Komm runter. Am liebsten würde man ja so Gas geben, aber ich glaube, das funktioniert nicht.
Komm rum, komm rum, komm rum. Ah. Ha. Ah, Upgrade. Dann gibt's das auch hier. Den Schirm. Ist natürlich cool, wenn man Time Trail fährt. Und dann hat man so einen Schirm. Kann man mit Sicherheit gut Punkte machen. Wow, der war... Okay, das war Heilung. Na komm. Aber normal müsste man auch so Gas geben, oder? Schirm. Und hier geht's nochmal runter. Achter. Yes. Boah, nee, da wird mir schlecht. Übel. Übel, übel, übel. Komm, einen mache ich noch und dann ist Schluss, weil mehr geht echt nicht. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen. Hier machen wir wieder Time Trail. Hier kommen wir auch unter die ersten 10. Okay, das wird mich, glaube ich, ausschalten, das Level hier. Dreh, dreh, dreh. Als Feedback bekommt man so ein bisschen ja, Vibrieren von den Controllern, wenn man Paddel im Wasser hat. Das ist nicht gut für meinen Kopf, wenn ich da irgendwo gegen knall. Okay, das ist schon ein bisschen heftiger, das Level hier. Okay, das war's. Boah. Ist nicht anstrengend. Nicht wirklich, aber ich bin am Schwitzen. Komm, wir probieren nochmal Rocky. Rock Slide. Dann machen wir nochmal einen Time Trail und dann ist Schluss. Das Level gerade war so ein bisschen heftig. Vielleicht ist das ein bisschen angenehmer. Ansonsten muss ich erstmal aufgeben. Komm, komm, komm. Jetzt haben wir wieder eine Rüstung bekommen. Oh, der kommt nicht rum. Komm rum. Ja, jetzt müssen wir gleich wieder um eine Linkskurve. Das heißt, rechts. Boah, danach bin ich fertig, echt, nach der Aufnahme hier. Aber solche Spiele sind irgendwie nichts für mich im VR.
Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Boah, der kommt nicht rum. Man kommt denn nichts mehr hier? Von einem Felsen an den anderen. So, können wir jetzt auch noch mal ein bisschen fahren? Nein. Ich habe das Gefühl, dass rechts besser geht als links. Und das war's. Ja. Boah, nee, Leute, ich muss auch jetzt aufhören. Boah. Das ist hier El Loco en el Coco. Okay, wir sehen uns jetzt im kleinen Fazit, also bis gleich. So, Leute, das war das Spiel Downstream VR Whitewater Kayaking. Und ich bin fertig. Also echt, für heute geht kein VR mehr. Also ich werde gleich noch das Video hier rendern und dann ist erstmal Schluss. Ja, was kann ich zum Spiel sagen? Also echt nicht schlecht gemacht. Also ich finde es gut umgesetzt, aber ich vertrage es nicht. Also vielleicht sind da Leute da draußen, die es besser vertragen als ich, denen das nicht nichts ausmacht. Aber ich habe bei Spielen, wo ich echt nur sitze und ja, wo ich mich schnell fortbewege, echt Probleme. Wenn ich ganz normal langsam gehe, als Figur oder so und sitze, dann ist es okay. Aber diese schnellen Sachen, die sind echt übel für mich. Aber, wie gesagt, ich habe dieses Spiel schon länger verfolgt auf Twitter und Instagram und so weiter und habe dann immer mal wieder so Bilder gesehen. Und ja, ich finde das, was daraus geworden ist, echt nicht schlecht und kann mit Sicherheit witzig sein, immer wieder diese Highscores zu knacken von anderen Leuten, von Freunden und so weiter. Und dann kann man ja auch gegen diese Ghosts fahren, die da dann sind. Das ist auf jeden Fall cool gemacht. Und ja, ich hatte echt Probleme mit den Paddel. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass manchmal, wenn ich links runtergegangen bin, das habe ich schon fast auf meiner Tastatur, wenn ich links runtergegangen bin, dass er nicht wirklich reagiert hat. Normal sollte das dann ja nach rechts gehen. Aber kann natürlich auch mit der Strömung zusammenhängen. Also das sollte ja schon realistisch sein. Von daher wird es natürlich dann schwierig, wenn eine Strömung da ist, dann rumzukommen. Aber da fehlt einem so ein bisschen die Vibration von den Valve Index Controllern, ja, ist zu zaghaft dafür. Also eigentlich müsste das ein bisschen mehr rumblen, sage ich mal, um da wirklich so ein richtiges Feedback zu bekommen. Also wie gesagt, man hat Feedback, sobald man ins Wasser geht und nach vorne bewegt, dann vibrieren die so leicht, aber das machen die Valve Index Controller nicht so stark. Also könnte ein bisschen stärker ausfallen, das Ganze. Ja, wie gesagt, jetzt muss man abwarten, wie hoch der Preis ausfällt. Und am 28. könnt ihr euch das dann auch holen, wenn euch das jetzt hier gefallen hat. Und ja, also wer kein Problem da hat mit Motion Sickness, sollte sich das auf jeden Fall mal reinziehen. Also ist echt ein witziges Game mit Sicherheit. Aber Preis ist natürlich eine Frage. Also ich würde jetzt sagen, 10, 15 Euro wären gerechtfertigt. Alles, was da drüber geht, meiner Meinung nach nicht mehr. Aber lasst uns einfach mal überraschen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like jetzt auf das Video gibt und ja, falls euch das hier gefallen hat, mein Kanal euch gefällt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Also einmal Abo drücken, dann eine Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, falls ein neues Video auftaucht von mir. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!